3, 2, 1. Dank. Hallo zusammen. So, wir machen mal wieder eine kleine Studiotour und erklären euch ein paar Dinge, die wir gebaut haben. Und zwar haben wir hier vor uns ein wunderschönes X-Line 45 Outdoor-Gestell. Und zwar haben wir das Ganze eben so gemacht, dass wir ein typisches X-Gestell gebaut haben. Wie man sieht, das Ganze bestehend aus einem 120x80 Kastenprofil mit einer 4 mm Wandung, also ordentlich Power. Und das Ganze eben nochmal um 45 Grad Knicknamen, um so eben eine Innenkontur zu bekommen. Und somit hast du eben auch gerade beim Sitzen, kommst du eben auch wunderschön drumherum, beziehungsweise hast du auch keine störenden Tischfüße. Und jetzt kommt jetzt hier im nächsten Zuge eben eine dreiteilige Eichenholzbohle drauf in einer 70 mm dicken Stärke. Getrennt das Ganze mit einer Edelstahlsehne. Und man sieht jetzt hier eben auch, dass hier ordentlich viele Löcher sind, beziehungsweise Verschraubungen sind. Das brauchst du auch im Außenbereich. Und wir haben hier knappe 260 Schrauben, was der Tisch nachher bekommen wird. Und die werden wir jetzt gleich mal aufsetzen, diese Bohlen mit der Edelstahlsehne. Und danach gibt es nochmal ein kleines Review. So sieht das erstmal aus, wenn die erste Bohle liegt. Und hier sehen wir auch die kleinen Trennlisäen, die jetzt eben auch das Ganze ein bisschen kaschieren, damit die zusammengestoßen sind. Und die kleinen Höhenvorstellungen. Und das Ganze werden wir jetzt langsam einrichten. Und kleiner Zeitsprung. Und jetzt haben wir das Ganze hier erstmal zusammengebaut. Die Lisäen haben wir zwischengebaut. Wir haben die linke und die rechte Schale bzw. Eichenholz. Also die beiden waren mal eben zusammen. Das waren zwei Schwestern, haben wir halt den Butterfly-Schnitt gemacht in der Mitte. Und so sieht das Ganze jetzt hier eben fertig aus. Das Ganze ist jetzt nicht verleimt. Das heißt, wenn das Holz nochmal arbeitet oder beziehungsweise nachgearbeitet werden muss, haben wir jetzt eben hier die Edelstahl-Trennlisäne dazwischen. Das Ganze ist ein 20 mm Profil, was eben unten drunter auch noch verschraubt ist. Das heißt, wir sehen im unteren, dass die auch vorgespannt sind und die anderen Schrauben eben die Gegenstücke sind. Und somit kannst du diese eigentlich auch Höhen vorstellen. Das heißt, wenn das Holz mal verarbeitet oder beziehungsweise nachgearbeitet werden, kannst du eben auch die Lisäen dementsprechend einstellen. Unabhängig mal davon, dass wir hier wirklich sehr viele Schrauben haben, die hier unten drunter drin sind. Insgesamt sind es, glaube ich, irgendwas um die 280 Stück, die jetzt hier drin reingeschraubt sind. Und somit hat eben auch das Tischgestell genügend Power, um die Holzplatten eben im Outdoor-Bereich eben auch zu passen. Was nochmal ein cooles, kleines Detail ist, ist eben hier der Asteinschluss bzw. der Verbust, der hier vorne noch drin ist. Und die ganze Oberfläche ist eben auch komplett gesperrt. Das heißt, das Holz befindet sich wie in einem Kokon und ist mit einer 2K-Beschichtung versiegelt worden. Und somit perlt auch das Wasser ab, beziehungsweise Schmutz oder irgendwelche anderen Umwelteinflüsse macht dem ganzen Tisch hier nichts aus. Das heißt aber lange nicht, dass es unzerstörbar ist, weil am Ende des Tages ist Sonne sowieso Todfeind Nummer 1. Darum her ist die Platte eben nicht verleimt, sodass man eben auch ohne Mühe eben die Schrauben abmachen kann, die Platten nacharbeiten kann, halt dreiteilig eben die Platten auch noch transportieren kann und nicht diese ganze Geschichte, weil dieser Tisch, so wie er jetzt hier steht, haben wir 2,80 Meter in der Länge, 1,20 Meter von der Breite und das ganze Monster wiegt hier natürlich knappe 260 Kilo. Das ist natürlich auch mal eine Ansage, gerade was jetzt auch mit das Tischgestell angeht, das ist natürlich alles massiver Stahl und die Holzplatte natürlich auch. So, gucken wir uns noch mal einmal ringsrum die ganze Geschichte an. Oberfläche übrigens noch mal leicht geröstet bei der ganzen Geschichte. Und so sieht er denn in freier Wildbahn aus. Das sieht doch schon mal cool aus. Zu der Location kommt vielleicht noch mehr dazu. Also bleibt gespannt. Bis dann.